Hallo zusammen. Schauen wir uns nun ein Anwendungsbeispiel zum Thema Rechnen mit Variablen an. Textaufgaben, die vom Text her meistens sehr kompliziert klingen. In Wirklichkeit, wenn man sich das Ganze portioniert, aber dann doch wieder relativ einfach zu lösen gehen. Probieren wir es gemeinsam einmal aus. Die Angabe lautet: Wie groß ist eine Zahl, wenn man zum Doppelten das Dreifache der Zahl addiert und die Summe gleich viel wert ist wie die Differenz aus 3125 und 2880? Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Man darf nicht den ganzen Text auf einmal lesen, sondern muss sich das Ganze ein bisschen portionieren. Worum geht's? Es geht um eine Zahl, die wir berechnen wollen. Diese Zahl nennen wir ganz einfach x und schauen, was ist mit dieser Zahl. Wie groß ist eine Zahl, wenn man zum Doppelten das Doppelte der Zahl von x ist 2x. Das Doppelte der Zahl. Wie groß ist eine Zahl, wenn man zum Doppelten das Dreifache der Zahl addiert? Das Dreifache addiert plus 3x. Und es ist schon relativ einfach geworden. Wir haben das Doppelte der Zahl und wir addieren das Dreifache der Zahl. Und die Summe gleich viel wert ist, gleich viel wie die Differenz aus 3125 und 2880. Differenz, Subtraktion von 3125 minus 2880. Und fertig ist die Ansatzzeile und es war eigentlich gar nicht schwer. Das Doppelte mit dem Dreifachen addiert und hinten die Differenz von zwei Zahlen gebildet. Das zum Ausrechnen ist kein Problem mehr. 2x plus 3x ergibt 5x. Und 3000 125 minus 2880 ergibt 245. Und jetzt habe ich nur mehr 5x stehen. Wir wissen, wir brauchen eine Äquivalenzumformung. Wir müssen lösen. Das heißt, wir müssen 5 mal x trennen. Mal trennen wir mit Division durch 5. Und somit haben wir nur mehr x ist gleich 245 dividiert durch 5 zu rechnen. Okay? Also x ist gleich 49. Und fertig sind wir. Wir haben unsere Zahl gefunden. Eigentlich ganz einfach. Man kann es dann noch schnell überprüfen, ob es richtig ist, indem man kurz oben einsetzt und das noch einmal nachvollzieht. 2 mal x, das heißt 2 mal 49, ergibt 98. 3 mal x, 3 mal 49, ergibt 147. Und 98 plus 147 ergibt 245. Und somit sehen wir schon, dass wir definitiv richtig sind. Also vielleicht ein komplizierter Text. Einfach herausnehmen, gliedern und dann am Schluss noch einmal mit einer Probe überprüfen, ob es richtig sein könnte. Alles klar?